So, da sind wir wieder. Was? Bei Malfas. All die Toten. Was ist mit ihren Körpern? Wie kann es sein, dass sie heute noch hier sind? Sie müssten doch schon längst zerfallen sein. Gute Frage. Prophetin. Das sieht mir nach Magie aus. Schaut euch ihre Haut an. Sie ist so fahl wie Asche. Die Läuterung, dass sie muss ihnen das angetan haben. Das hier müssen die letzten Momente gewesen sein, bevor die Hohen sie verschlungen haben. Und sie haben versucht, zum Tempel zu gelangen. In Sicherheit. Vergebens. Das ist schrecklich. Ja, unglaublich schrecklich. Los jetzt, weiter. Beeindruckend. Ich schätze, wir haben Besuch. Ihr seid beeindruckt. Alles um euch zerfällt und dennoch weigert ihr euch aufzugeben. Verratet uns eines, Arathea. Woher nehmt ihr eure Kraft, weiter zu kämpfen? Ist das ein Manipulationsversuch? Wenn ja, dann erspart ihn uns und kämpft. So verbissen. Wie schön es doch wäre, wenn man alles einfach nur zerstören könnte, nicht wahr? Selbst die Vergangenheit. Sagt uns, wissen eure Gefährten die ganze Wahrheit über euch? Natürlich nicht. Gehen wir. Dieser Unfug ist fruchtlos. Fruchtlos? Wir wollen doch nur klare Fronten schaffen. Seht sie euch doch an, wie ratlos sie sind. Schweigt verdammt nochmal! Eure Spielchen funktionieren nicht! Also nein. Aber es muss doch irgendwie machbar sein. Nicht in Inodan, Thealor. Die Schwangerschaft konnten wir vertuschen, aber ein lebendes Kind? Eine Lichtgeborene mit einem Sterblichen? Das ist Ketzerei. So albern das aus meinem Mund klingt. Du könntest mit ihm fliehen, irgendwohin, in ein kleines Dorf, wo euch niemand findet. Was? Irlanda, das. Nein, man würde mich erkennen. Nicht unter meinem Schutz. Niemand würde es merken. Und selbst wenn, niemand würde es wagen, sich eine Lichtgeborene zum Feind zu machen. Niemand! Thealor, ich bitte... Lass ihn nicht vaterlos aufwachsen. Er wird besonders sein und er wird deine Fürsorge brauchen. Was soll dieser Unfug? Hört auf damit, sofort! Aber... Nein, ich kann das nicht. Der Orden, Irlanda. Und du hast selbst gesagt, dass der Rat kurz davor steht, mich... Du weißt, was ich meine. Du meinst die Erhebung? Ich kann nicht glauben, dass du das sagst. Hier geht es um ein Kind, Thealor. Unser Kind. Ja, unser Kind, sehr schön. Aber ich habe Verpflichtungen, verdammt. Du weißt es besser als alle anderen. Halt verflucht! Ich habe hart dafür gearbeitet, hier hinzukommen, Irlanda. Und jetzt soll ich das alles aufgeben für dieses Ding? Thealor, wie... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Seraph zu sein ist ein Titel. Ein verdammter Titel. Wie zum Henker kann dir das wichtiger sein als... Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Wie auch. Du hast doch keinen Schimmer, was es bedeutet, für seine Ziele kämpfen zu müssen. Wir werden ihn fortgeben zu irgendeinem deiner Diener. Es ist besser so. Für ihn und für uns. Was wohl passiert wäre, wenn ihr damals für euren Sohn dagewesen wärt? Ob er niemals begonnen hätte, die Götter für diesen tiefen, lauernden Hass in ihm verantwortlich zu machen? Ihr habt euren Sohn zu dem gemacht, was er geworden ist, und das nur, weil ihr eine Beförderung wolltet. Und damit tragt ihr die Schuld am Tod der Götter, die ihr zu schützen. Deshalb werdet ihr auch hier scheitern, wisst ihr? Weil ihr immer gescheitert seid. Als Feldherr, als Beschützer der Götter und als Vater. Ihr seid ein Schlechter, ein Versager,
nicht der strahlende Retter, als ihr hier in Erinnerung bleiben wollt. Gesteht es euch endlich ein. Kirash, das sind verdammt viele. Was du... Vorsicht! Das werden wir sehen. Ihr Prophetin kämpft an meiner Seite. Wer hat mich denn jetzt getötet? Okay. Kirash, das sind verdammt viele. Was tun wir, Großmeister? Mit Hüterin Zachary. Du kämpfst an meiner Seite und ich gebe alles. Ich würde noch mal kurz einen Trank nehmen. Und einmal Ambrosia. Natürlich ist... heiter werden. Hallo? Könntest du mal... Ja, danke. So, komm weiter nach oben. Gerne Pfeile. Hier.
Da. Das waren alle. Schnell, jetzt zum Tor, bevor noch mehr kommen. Kirash, verschlossen. Was machen wir? Aufbrechen. Seht ihr diese Balliste dort oben? Hinteren Sakharesh, ihr... Moment, spürt ihr das? Drachen! Danke, bedeutet das, dass ich jetzt alleine da durch muss? Ich bin doch nur Support-Magier. Warte! Sie bewegt sich! Ja. Ja, das ist gut. Bleibt bei uns. Ein herabfallendes Geröllstück hat euch getroffen. Aber wir sind in Sicherheit, zumindest für den Moment. Sein Angriff hat den Eingang verschüttet. Aber wer weiß, wie lange es dauert, bis er einen anderen Weg findet. Die Trümmer haben sie begraben. Aber ihr habt überlebt. Und das ist das Wichtigste. Ja, aber dafür müssen wir einen anderen Weg nach draußen finden. Und der führt nur durch das Herz dieses Tempels, das Leuchtfeuer. Wir bringen es zu Ende. Die Arroganz der Hohen war gespielt. Sie haben Angst vor uns. Und dieser Angriff war ihr letzter Trumpf. Aber sie sind gescheitert. Wir sind hier und wir sind nah. Hoffen wir. Alles, was nun noch zu tun bleibt, ist, den Hohen zu beschwören, ihm den Numinos zu entreißen und in den Behälter zu bannen. Dann ist es vorbei. Den Göttlichen sei Dank sind eure Verletzungen nur oberflächlich. Versucht durchzuhalten. Nur oberflächlich, aha. Das ist so. Naja, ihr werdet uns nicht aufhalten. Die Ratte wird uns auch auf jeden Fall aufhalten können. Die Ratte ist nämlich eine Mörderratte. Sie kann alles. Blitzheilung. Na komm, weiter geht's. Aber erstmal. Speichern wir. Kirash, habt ihr das auch gesehen? Interessant. Das muss das Echo der Zukunft sein. Wir sind so nah am Epizentrum der Läuterung, dass nicht nur die Prophetin, sondern auch wir es sehen können. Seid ihr da? Ihr seid da. Hilfe! So hilft mir doch jemand! Oh, ich bekomme Gänsehaut. Ekelhaft. Das Leuchtfeuer der Pyrea. Oh! Der Lakai.
Lächerlich! Lächerlich! Wo ist denn jetzt das Leuchtfeuer? Ich glaube, wir wollen hier hin. Kein Aber. Sie dürfen das Leuchtfeuer nicht in die Hände bekommen. Was ist das? Ist das? Ist das etwas Wichtiges? Sieht so aus, als wäre das das Leuchtfeuer. Verdammt, von woraus sind wir jetzt gekommen? Und wo geht's weiter? Das ist es also. Beim Namen der Sonne, wie ähnlich sie sich sehen. Charlie, ja. Habt ihr das Wort der Toten bei euch? Ja. Platziert es auf dem Podest dort oben und haltet es bereit. Matter Stein. Oh mein Gott. Das sind die ganzen schwarzen Steine. Ist das etwas Wichtiges? Nein, aber mach. Beeil dich. Komm. Kann es sein, dass es jetzt schon wieder... Ah. Prophetin, es liegt nun an euch. Ihr müsst versuchen, die Erinnerung an den Moment der Läuterung zurückzurufen. Wenn Jaelas Theorie stimmt, ist das die einzige Möglichkeit, an so etwas wie die physische Form eines Hohen zu gelangen. Das nicht. Aber vielleicht könnt ihr es irgendwie herauslocken. Nach euren Schilderungen bisher scheint das Echo auf Dinge, die mit dem Zyklus zusammenhängen, zu reagieren. Und alles hier hängt damit zusammen. Versucht, einen Bezug zu schaffen. Ja. So. Sie sind verloren. Das waren sie von dem Moment an, als es Jakal in die Stadt geschafft hat. Wir konzentrieren uns auf das, was noch zu retten ist. Bam. Schwert. Er hat uns verraten! Er und die Tempelwächter! Sie haben Jakal die Tore geöffnet! Und jetzt töten sie alles und jeden! Der Kern der Krankheit liegt in den Köpfen der Menschen. Es ist eine Art und Weise zu denken. Aber das werdet ihr nie verstehen, Hohe Priesterin. Komm. Ja. Am ehesten sind sie mit Magie zu vergleichen. Oder der Kraft, die uns die Gezeiten beschert. Sie sind Energie. Jetzt fehlt hier noch der letzte Stein. Da. Das Leuchtfeuer wurde dafür geschaffen, die Hohen aus dem Gefüge der Welt zu bannen. Aber um das zu tun, brauchen wir etwas von ihnen.
Komm schon! Whoops. Beim Namen der Sonne ist das ein Hoher. Wir haben es geschafft. Wie geht es euch, Prophetin? Die Beschwörung muss euch Kraft gekostet haben. Das wundert mich nicht. Wir sind im Bewusstsein einer vergangenen Zivilisation. Seht ihr das dort oben? Jaela hatte recht. Das ist unser Luminos, die Essenz eines Hohen. Naja, ich wünschte, du könntest das sehen.